Willkommen zurück zu Secret Underworld Together mit Chantan LaFishy. Wir sind hier jetzt nicht mehr im Spukwald, sondern jetzt wirklich am Grat der Hölle. Beziehungsweise wir sind jetzt hier zu dem Talk gerannt offscreen mal, weil wir im letzten Part, Entschuldigung, nichts geschafft haben. Ich habe mich schon wieder fast übergeben, so wie im letzten Part und bei GTA. Und das war noch nur wegen. Nee, erzähl mal weiter. Und wir hauen jetzt erstmal hier ein paar krass auf die. Wir hauen jetzt erstmal hier. Ach, fuck, wie heißen die Dinger nochmal? Fürstengardisten auf die Fresse, genau. Ja, was ich sagen wollte, ist auch nur gefühlt 5 Pixel gewesen, weil ich bin ja schon mal kurz in den Weg reingelaufen, weil ich nicht wusste, wo ich lang gehen sollte. Und dann, ja. Also bist du der bis zu der letzten Kurve ja vorher, hatte ich sowieso schon erkundet, also war nicht so viel offscreen. Oh, what the fuck, was bist du denn? Eine Elite-Gardist. Nee, ich meinte die Plattform. Irgendeine Zauberplattform, glaube ich. Ist die über uns? Ist die unter uns? Also ich glaube, die ist etwa auf der Höhe. Sie müsste über uns sein. Ach ja, stimmt, ja. Aber es kann halt auch einfach nur Buggy sein. Ich glaube, die schwebt über uns. Ich glaube, wir müssen unten lang, weil oben sah das irgendwie relativ zu aus. Hier geht's nicht weiter. Sehr gut. Ich habe es auch nicht versucht, da hochzugehen. Also ich habe echt gehofft, dass ich da nicht langkomme. Ja, es ist über uns. Huiuiui. Laufen, laufen. Ja, bin ich irgendwie geistig zurückgeblieben, hier komme ich auch nicht lang. Bin gelevelt. Hä? Keine Ahnung. Find's komisch. Oh, wir sind doch falsch. Wir sind nicht beim Tor. Wir sind einfach daneben. Aber ups. Können wir nicht hoch? Nö. Warte mal. Ja, du kannst dich wahrscheinlich hochpacken. Das teste ich mal. Macht das. Ich denke, wir müssen noch ein ganzes Stück nach unten. Also da lang wahrscheinlich und dann da hoch. Na, vermutlich. Ne, es klappt nicht. Ich kann aber nicht über Wände gehen. Sehr gut. Ich ist ja auch nicht so gut. Ist ja auch nicht Katze, ne? Dunkelelf. Ja. Mungo. Heißt der Sprung Katze? Mungo, ja, genau. Katze 2022. Meine Katzen können jetzt ein bisschen ruhiger sein, die sind nämlich gerade gefüttert worden. Hast du ihn hier rausgeschmissen? Hatte ich und danach wurden sie gefüttert. Oh Gott, plötzlich so hell. Oh Gott, ey, ich bin halb blind schon. Hä? Das heißt, wir müssen jetzt nach unten. Genau. Ich guck mal ganz kurz nach. Ich habe jetzt 27,1 Sekunden Regenerationszeit. Wir erhöhen jetzt mal die beiden wie immer und dann erhöhen wir mal ein bisschen Konzentration. Ja, das ist es. Konzentration muss ich erhöhen. Okay, sehr gut. Dann weiß ich ja, worauf ich jetzt skille. Wassermelonen? Ja. Oh, jetzt eine Wassermelone wäre echt geil. Nee. Doch, Mann. Habt ihr jemals einen Vampir im Blutrausch gesehen? Werter Anführer absonderlichen Gewürms? Das ist das Letzte, was ihr in eurem kurzen, erbärmlichen Leben sehen werdet. Jetzt sind die Gegner hier noch gelb oder grün-gelb. Ja. Alter, Sprachzentrum. Ohne Scheiß, ey. Wenn man im Sprachzentrum so los ist, ne? Das ist nicht normal. Same. Also gefühlt sind wir ja falsch. Erzählen. Ja, wir müssen noch einen weiter unten. Hab ich auch auf der Karte gesagt gehabt. Ja, es hat noch einen nach unten. Wir sind jetzt mindestens schon einen gegangen. Ja, und das war ja nicht ein Richt, also das ist ja nicht ein Weg. Das ist ja nichts hier. Warst du mit deinem Zwerg hier auch schon? Nein, ich bin mit meinem Zwerg noch nicht. Ich habe mit meinem Zwerg noch nicht weitergespielt. Oh oh, Rip-Account. So. Das Gebiet fuckt mich einfach überkrass ab wegen den. Runen verdammten mich auch, ey. Viecher. Wie heißen die Viecher nochmal? Gehirnfüßler. Ja, genau. Oh, neues Schwert für mich. Was kannst du denn? Du bist ein Magieschwert. Bist du besser als mein Magieschwert? Tatsächlich schon. Du bist besser als beide meiner Magieschwerter. Und das muss ich zuerst ersetzen. Mit meinem Set-Schild. Verkommener Schild. Pferdshinterhalt. Müssen wir hier lang? Gut, dass ich nicht durch meine Skills gerade switchen kann mit den Tasten. Das nehme ich mal als Ja.
Die Gegner sind ja auch ziemlich hoch, also denke ich mal, das hier sollte der Weg sein. Ich gehe davon aus, dass sie hoch müssen. Ja, die Waffe macht einfach weniger Schaden als mein. Oh Gott, die sind auch alle richtig schlecht. Was hab ich denn für Waffen, Alter? Ich hab nie gute Waffen gefunden. Ja, hast du eben gerade noch gesagt, du hast voll die guten Sachen gekauft oder den guten Bogen gefunden? Ich habe einen relativ guten Bogen. Und beim Händler war halt auch ein relativ guter Bogen, aber wieder nur physischer Schaden. Und physischen Schaden habe ich einen guten Bogen. Das macht keinen Sinn, da noch einen zu kaufen. Physischen Schaden mache ich genug. Ich muss mal wieder Waffen finden, die irgendeinen Ding ins Schaden machen. Elementarschaden? Ja. Auch wenn Magie kein Elementar ist, aber ja. Also in Zeit gibt es keinen Elementarschaden, sondern halt. Ja doch, Feuer wäre ein Element. Ist Magie nicht ein Element? Nein. Ist Leere ein Element? Ja. Magie ist Leere. Nein. Stirb doch, du Drecksvieh. Ah, hier ist ein Schwert für dich. Was für eins? Sehr viel Schaden. Wütender Engelsstahl. Kann ich aber benutzen. Das ist ein Seraphim-Schwert. Oh, okay, habe ich nicht gesehen. Gut. So schnell habe ich da nicht drauf geguckt. Aber ich glaube, ansonsten wäre er richtig gut gewesen. Ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Schwert, aber es sind zwei Waffen. Es ist ein Einhandschwert mit zwei Waffenkampf drauf. What the fuck? Achso, wir haben übrigens noch ein paar Dämonenhörner gefunden. Die kriegt man scheinbar nur von den. Sein Kopf fehlt. Abgefuckt. Von den Bossen, meint er. Genau. Also, was heißt Bossen? Von den. Das sind ja keine Bosse. Oder? Boss-Gegner. Wirklich? Oder Elite-Gegner oder Helden-Gegner oder sowas. Das ist für Dämonen. Ne, für Vampire, das ist für dich. Was? Was ist Lilith? Lilith? Davon habe ich auch schon ein paar Sachen mit meinem Zwerg gefunden. Blutrad. Reiten plus 11, ja. Gut, muss ich nur reiten. Das ist also eins der nützlichsten Sets, sehr gut. Okay, du willst oben lang gehen. Ja, wir müssen oben lang, denke ich. Oh ne, es ist einfach ein Kreis, okay. Wir können beide Wege gehen. Hast du dir inzwischen eigentlich das Abvideo angeguckt, was ich dir empfohlen hatte? Was du mir empfohlen hast, was ich sowieso geguckt hätte, weil ich den Typen abonniert habe. Ja. Das ist einer der YouTuber, den ich gucke. Und ich gucke gefühlt ein. Das ist ja auch kein richtiger YouTuber. Nicht im herkömmlichen Sinne zumindest. Wenn ihr nicht wisst, über wen wir reden, schämt euch. So richtig dumm. Jetzt hab ich noch einen Riesenarzt. What the fuck, warum nicht? Weiß ich nicht. Achso, ne, die Scheiße ist nicht mehr genau über uns. Ihr sollt eine Herausforderung darstellen. Sehr gut. Ich benutze das Set aber trotzdem, weil es irgendwie 40 mehr Rüstung hat, als man jetzt hier ist. War es 40? Ich hab einen Gunnrings gefunden. Aber es macht auf alle Resistenzen plus 15 Widerstand gegen Zauber plus 7, das ist geil. Hat Giftresistenz drauf. Ein bisschen Magieres. Der Dämon, wahrscheinlich. Gott, die treffe ich echt gar nicht. Der letzte Dämon, der gefühlt hat irgendwie einen Teil droppt, so ein halbes Horn oder so. Das wäre top. Wir finden ziemlich viele Sets, oder? Ja, richtig viel, ja. Aber du bist auch lange nicht gestorben, ne? Du bist eine relativ hohe. Guck mal mal. Relativ hohe Überlebensbonus haben. Ich habe auch schon über 13%. Das ist das Letzte. Ich habe 78. Ich habe meinen Zwerg jetzt 92. Und um 100 zu erreichen, müsste ich. Na, mal doppelt so lange spielen. Ne, doppelt so lange waren es irgendwie bei 80, bei 85%, glaube ich. Das ist schon krass, wie lange man dafür spielen muss. Ich meine, normalerweise, ich glaube nicht, dass jemand normalerweise so lange spielt wie ich. Für euch brauche ich auch nicht. Klar. Ich habe meinen Zwerg durch alles mehrfach gemacht. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die das machen, aber nicht viele, denke ich. Also die wenigsten, denke ich eher. Regins Doppelaxt habe ich nochmal. Hast du den Boss da bei dir? Ne. Aber bei mir hat er keinen Horn gedroppt gerade. Ja, du hast ihn wahrscheinlich entwaffnet. Nein. Nee, ich kann nicht die Hände abschneiden. Komisch. Ich hab schon wieder ein Set gefunden, was ist denn das? Was hast du schon wieder für ein Set gefunden? Das Regens, die Regens Doppelaxt. Achso. Regens ist einfach ein Axtkampf-Set, ne? Müsste ich gerade gucken, aber ich glaube, es ist schwer. Obwohl Regens. Axtkampf, ja. Charita, du Hurenschlampe! Da fällt mein Mann aus Andukas Gefängnis, ja, machen wir.
Dunkel, warum? Gott, er ist richtig schlimm. Ja, vor allem dieser Wechsel eigentlich. Kennst du, wenn man sich nicht bewegen kann? Das ist geil. Die haben ja keine Feuerresistenz. Ich packe meinen Feuerschwert aus. Der hat Feuerresistenz, gut. Am besten sage ich gar nichts mehr und benutze einfach nur dieses Giftschwert, was einzig das Gute ist. Ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, wie man überhaupt in diesen Gebieten irgendwas schaffen soll, wenn man keinen, also in späteren Schwierigkeitsstufen spielt, wenn man keinen Zwerg spielt. Ich war kurz auf der Karte, war ich woanders. Ja. Weil man hat ja eine relativ geringe Trefferchance, also die wird immer schlimmer. Selbst ich habe mit meinem Zwerg Probleme. Und der ist OP. Der gefangene Meister, die erinnert mich irgendwie ein bisschen an Mass Effect DLC, den ich noch nicht angefangen habe. Sehr gut. Weil das heißt Kazumi die Meisterdiebin. Spoiler! Das kam schon. Wann? Hallo Garrett. Weiß ich nicht. Garrett, hey, hier. So heißt der Typ auf Thief. Glaube ich. Thief? Also Deep auf Englisch heißt das Spiel. Das ist die Spielreihe. Welches du gerade meinst? Das ist so eine relativ bekannte Spielereihe, die irgendwann mal neu aufgelegt wurde, also mit einem neuen Spiel. Also ich kenne Gareth auch irgendwoher den Namen, aber ich weiß nicht woher. Und bin sicher nicht auf Thief. Bei Thief habe ich nie gespielt oder gesehen. Willst du das Thief Let's Play sehen? Keine Ahnung, würde ich mir vielleicht angucken. Aber ich weiß ja schon, was ich als nächstes mache, weil mir. Was denn? Spoiler! Ne, ich spoiler jetzt nicht. Oh, doch, kann ich nicht spoilern. Du wolltest doch ein Stalker sehen. Ja? Ich denke, er kann sterben. Aber bitte nicht das auf Widmi, Alter. Das kriegen wir nicht an. Für die Ehre. Nee, auf Widmi lade ich erst Sachen hoch, wenn ich verifiziert bin. Damit du da Werbung schalten darfst? Nein, das Problem bei Widmi, ich kann auch jetzt glaube ich Werbung schalten. Das Problem bei Widmi ist halt, dass die Qualität echt sehr darunter leidet, wenn man von YouTube Sachen importiert. Und wenn man nicht von YouTube Sachen importiert, kann man, ohne dass man verifiziert ist, maximal 3 GB hochladen. Auf Widmi wird, es ist ähnlich wie YouTube damals, ne? Nein. Als YouTube angefangen hat, hattest du ein Upload-Limit von 10 Minuten? Oder von 15? 15 Minuten. Ja, ganz am Anfang waren es 10. Nächte. Als Gronkh zum Beispiel angefangen hatte, waren es noch 10 Minuten. Die ersten Minecraft-Folgen zum Beispiel. Glaube ich. Keine so, Ahnung. Und so muss ich halt eine neue Plattform auch erstmal aufbauen, ne? Kann ich mit leben. Ein paar Leute sind da schon umgesprungen. Ein paar Leute laden da auch schon richtig krasse Videos hoch. Finde ich ganz gut. Sollte eine Alternative zu YouTube. Eine Alternative sollte es immer geben. Ich sehe keinen Grund, da umzusteigen für mich. Ja, für dich nicht, aber du verdienst damit auch nicht deinen Lebensunterhalt. Sollen sie halt einen Job suchen? Einen richtigen. Stimmt, Entertainer ist ja kein richtiger Job. Ist es auch nicht. Nein. Das ist für mich echt kein Job. Ich sehe sowas als Spaß an. Als Freizeit. Als Job. Warum ist hier ein Wald in der Festung? Wer hat sich gedacht, hey, das ist eine gute Idee? Das mögen doch die Biber nicht. Dann könnte ich die Bäume Biber essen. Biber fehlen in diesem Spiel auf jeden Fall. Oh, ich würde so den Biber essen. Hier ist übrigens eine Nebenquest und eine Hauptquest. Oh Gott. Was wird hier ein Leibgard? Leibgarde die Fresse, dumme Leibgarde des Andelkart. Komm her. Guck, wie dumm die aussehen. Naja, sie sehen aus wie große Stachel, Alter. Ja, aber deren Gesicht irgendwie so putzig aus. Also deren... Nein, nicht Gesicht. Wie nennt ihr euch? Elite-Gardist 2002. Bluttriefenden Fleisch hinter mir? Sterbt! Ja, ist auch ziemlich hohe Elite, ich meine, greift nicht an. Also die sind doch schon sterblich. Vermutlich. Das meiner ist unsterblich. Ja, yep, meiner auch. Ich geh mal schnell weg. Kannst du es jetzt nochmal? Noch ein Schäfer. Ja, haben wir nicht weg. Also wir können glaube ich. Ne, wir können wirklich nicht weiter hochgehen. Ich wollte nicht hochgehen, glaube ich. Nö, wir sind noch ein Sterblich.
Ich geh mal weg. Jetzt kann ich sie töten. Sehr schön. Ich hab sie auch direkt entwaffnet, den ersten. Sehr schön. Okay. Dann abgehen. Wir haben die Quest hier geschafft. Wir müssen weiter nach Anduka. Das hier ist übrigens nicht unterirdisch. Das ist Karte alles noch. Ja. Wo wir in eine Höhle reingegangen sind. Hallo. Was ist unsere Nebenquest hier gewesen? Keine Ahnung, die gibt's auch noch. Also die ist auch noch. Ich weiß, aber ich weiß nicht, was das ist. Guck mal nach. Der gut Zwergenaufstand haben wir nicht gemacht. Befreien wir kaum genug noch. Guck mal, wie sowas aber. Das ist was anderes. Das Gebiet gefällt mir öffnisch. Ah, oh, Abtisch, nicht öffnisch. Eine der Untoten bat mich in 7 Hörner von. Ach so, ja, wir müssen einfach nur Hörner holen. Stimmt, das war das. Yep. Das ist die immer noch. Wusste nicht, dass sie hier ist. Ist sie auch eigentlich nicht, also. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. Aber man erkundet hier so wenig wie in der Höhle. Ja, weil es dunkel ist. Das war im Dryadenwald teilweise auch schon so. Da ist Anduka, mit dem können wir reden. Wieso sollen wir mit dem reden? Wir bringen ihn einfach hier um. Hat er bei dir ein Hauptquest-Symbol oder hat er bei mir daneben? Bei mir daneben Quest-Symbol, das ist ganz normaler. Soll ich mit ihm reden? Ja, mach mal. Hallo, Anduka. Hello, small friend. Oh Gott, ich hab's übersprungen. Hä? Ich hab's übersprungen. Oh, okay. Ich glaube, Baroness Vitell war richtig dumm und hat jetzt einen Geist beschworen von ihrem Freund, von dem Prinzen. Ich glaube, wir müssen jetzt richtig krass auf die Fresse hauen. Wem? Warte. Ich glaube, sie hat das Königreich verkauft dafür, dass Prinz Valor wieder da ist. Huenschlampe. Und jetzt wieder uns töten. Wer, Valor? Ne, ich denke, Anduka. Ich denke, er beschwört jetzt. Ne, er beschwört nicht mal was. Die anderen, die gehören sich, dass ich draußen bin, trotzdem. Ihr sollt euer Handwerk verstehen, sagt man. Oh, Alter, ich muss die Sprache gleich leiser drehen. Also, gefühlt kriegt er es auf die Fresse. Ja, nicht nur gefühlt. Macht er überhaupt Schaden? Also, mir nicht. Er greift dich ja die ganze Zeit an. Er greift mich an und schickt die ganze Zeit Baronessen. Wie Lia, wa? Meins. Sie heult gerade ein bisschen. Nein, meine einzige Hoffnung ist, mit Valor vereint zu sein. Aber ich bin Götter dieser Welt. Halt die Fresse. Oh, shit. What up? Sie hat sie getötet übrigens. Also. Ich hab jetzt noch ein Schwertkampfset. Kannst du kämpfen? Ja, wo ist er denn? Was soll ich töten? Geht er bei dir nicht? Was? Steht er bei dir nicht? Anduka? Ne, er ist kurz aufgestanden, ich habe gerade mein Inventar geguckt. Ich habe nur gesehen, dass irgendwas Großes aufgestanden ist und es ist hingefallen. Okay, er macht doch keinen Schaden. Also bei mir, merkt mich an. Also ich habe ihn. Bei mir liegt er tot auf dem Boden, aber ich sehe dieses komische rote Monster, was er ist. Ja, das komische rote Monster muss man angreifen. Das ist bei mir tot auf dem Boden. Ne, ich töte die Gehirnfüße, damit die nicht stören. Ich weiß, dass sie nichts machen. Ich habe nie was getan. Ich frage mich auch, warum er die beschworen hat. Einfach, damit man nicht weglaufen kann oder was? Also ich weiß noch, als wir das mit unseren Altkarten gemacht haben, da habe ich dann mit Anduka gesprochen und Fisch stand dann außer von diesen Teilen und kam mir nicht rein. Du weißt also das noch? Ja, das ist... Ich kann mich nicht daran erinnern, hier gewesen zu sein. Wirklich nicht. Also das ist doch der einzige Part, den ich von damals noch weiß. Aber kannst du ihn töten? Ich mach grad keinen Schaden. Also ich treff grad nicht. Jetzt mach ich wieder Schaden. Aber grundsätzlich triffst du ihn, oder? Ja, er ist fast tot. Gut. Mit ein bisschen Glück treffe ich den Gehirnfüße auch noch. Meine Freundin war wieder zu unfähig. Hat ihr jemals einen Vampir im Blutrausch gesehen? Werter Anführer absonderlichen Gewürms. Das ist das Letzte, was ihr in eurem kurzen, erbärmlichen Leben sehen werdet. Komm, wir gehen mal ein paar Schritte beiseite. Vielleicht ist er gleich wieder sterblich. Also bei mir lag er tot auf dem Boden. Ja, bei mir nicht. Hallo, Ibims. Und? Also seine Gehirnfüßler sind weg. Ja, er greift mich jetzt auch an.
oh Gott, macht der Schaden. Er ist tot. Holy! Alter, was hat der für einen Schaden gemacht? Wir können jetzt vermutlich da durchgehen, denke ich. Aber nee, ich kann mit der toten Baroness reden. Mit so einem roten Ausrufezeichen? Ja, sie ist tot. Oh, liebster Valor, jetzt sind wir wieder eins. Jetzt sind die beiden da. Nee, sie ist jetzt... Ja doch, ist da. Okay. Bei mir liegt sie tot auf dem Boden, aber ist so ein Geist geworden. Das ist das Ende. Die Gelegenheit, eine Spielfigur zu speichern. Muss ich es exportieren drücken? Ich denke schon. Wir sollten jetzt erstmal exportieren. Haben wir es jetzt geschafft? Ja, ich glaube, das war das Ende des Spiels. Nee, exportieren würde sowieso. Lass die Hirnfüße noch tot prügeln. Ich hab schon exportiert. Wir können jetzt, glaube ich, nach unten gehen. Also hier unten vom Eingang ist jetzt, sagt man. Wieder was. Es da kann man nicht durch. Ich habe irgendwas aufgehoben hier. Was denn? Nicht, also das hatte keinen Namen, das war einfach nur so ein grauer Balken, sag ich mal. Okay. So ein funkelndes Teil war es aber nur am Rand, das war's. Okay, also unten ist jetzt wieder eine Quest oder nicht? Ich hab hier nichts. Guck grad mal nach, ob irgendwo auf der Karte eine Quest ist. Aber sieht nicht so aus. Wenn wir das Spiel geschafft haben. Haben wir das Spiel jetzt durchgespielt? Ja. Also er hat ja gesagt, das ist das Ende. Die Gelegenheit, seinen Charakter zu speichern. Okay, dann. Ja, haben wir noch 9 Minuten Zeit. Wir können doch versuchen, Sakara-Hörner zu finden. Wenn nicht, dann nicht. Ja, können wir machen. Ach ja. Sehr gut. Also das andere wollte dann... Was? Also das andere wollte dann... Was fand ich scheiße. Wolltest, es hat gut angefangen. Es hat extrem gut angefangen. Nein, auch nicht. Ich fand es komplett eigentlich... Es war nicht gut durchdacht. Ich fand das Hauptspiel war cool und okay, aber das andere wollte dann war... Es hatte gute Ideen, aber scheiß umgesetzt. Also ich fand das Underworld dann bis zu der Pirateninsel geil. Also es hat ganz am Anfang hat es mal sehr gehakt, weil Zwergenfriedhof war fast nichts los. Kaum Leute mit Quests und sowas. Purigato hat mir gut gefallen. Nuknukwald war in Ordnung. Hätte man mehr machen können, als wir gemacht haben. Also man hätte deutlich mehr machen können. Pirateninsel war cool. Die fand ich wieder richtig geil. Ja, hat auch viel mehr machen können, okay. Als wir gemacht haben. Was kann man da? Milliarden. Da hätten wir viel mehr machen können, als wir gemacht haben. Wir haben alles gemacht. Nein, wir haben nicht alles gemacht. Was haben wir nicht haben, gemacht? Wir haben die Quest unten im Zelt nicht mitgenommen. Wir haben irgendwie keine Quests gemacht. Wir haben nur 4 Quests auf der Pirateninsel gemacht. Aber es gab 3 mehr. Nee, wir haben 6 gemacht. 7. 7 Stück haben wir gemacht. Und es müsste 3 mehr gegeben haben. Ja, die im Zelt haben wir sogar noch gemacht, oder sind wir nicht? Sind wir da nicht noch hingegangen? Nee, das hab ich bei mir privat gemacht. Ach ja, da habe ich dir also gesagt, wo die ist und dann ja, da war ich ja gerade bei dir. Die Pirateninsel fand ich eigentlich sehr cool. Ja. Ja, und dann fing es an mit nichts mehr. Also danach war einfach nichts mehr zu tun. Der Dryadenwald war komplett stumpf und langweilig. Da gab es 3 Quests. Eine davon konnten wir nicht machen. Eine davon haben wir nicht gemacht. Also die können wir noch abschließen, theoretisch. Die haben wir durchgespielt. Druiden hat's. Mhm. Und eine außerhalb halt. Dann gab es ja dieses Secret. Eigentlich gab es da noch ein Secret, wovon ich nicht weiß, wo es ist. Was man auch so einfach nicht findet. Dafür musst du das Spiel durchgespielt haben. Ah, okay. Gut, dann könnten wir das jetzt finden. Ja, stimmt. Ja, wir können ja hingehen. Dann kam, wie hieß das Gebiet? Der Grat der Hölle. Mit Shadow Sub. Was, ja, weiß ich nicht. War halt auch nichts. War leer. War nicht viel los. Fand ich doof. Dann kam das Gebiet hier vor. Dann kam das hier. Und es war einfach nichts mehr. Ja. Also ich muss sagen, bis zu Pirateninsel fand ich cool, aber danach war halt einfach, ja, war leer. Ich finde auch, die Gegner hier sind, die halten aber viel zu viel Haus. Das ist einfach, das ganze Spiel war okay, kann man normal schaffen. Und hier waren einfach so, die Leute haben viel zu viel Leben. Das ist einfach Bullet-Sponge-mäßig gewesen. Ja, das stimmt schon. Also, fassen wir es zusammen. Underworld hat blau angefangen, gut weitergemacht und blau aufgehört. Also war es eine Sinuskurve? Nein, eine Sinuskurve ist eine Gleichnis-Kurve. Nein, eine Sinuskurve fängt bei 0 an, steigt dann auf und geht dann wieder runter. Ja, ich dachte, eine Sinuskurve ist eine gleichmäßig ansteigende Kurve. Ja, und die geht ja auch wieder runter, weil es eine Kurve ist. Ansonsten wäre es nur eine Steigung. Auch dann wäre Licht. Und das Hauptspiel war... Also es hatte sehr viele Höhen und ein paar Tiefen. Nicht Tiefen eigentlich. Das Hauptspiel hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Ja, mir ist nicht so top gealtert. Es hat schon sehr viele Bugs. Aber es war spielbar, also.
Also das Hauptspiel hatte auch eigentlich nur Bugs im Mehrspielermodus. Singleplayer hat wenig Bugs. Ein paar verbuggte Quests hier irgendwie nicht funktioniert dann. Aber auch nicht furchtbar viele. Also ich glaube, das Spiel ist allgemein eher schlecht für den Multiplayer ausgelegt worden irgendwann mal. Damals gab es ja praktisch schon keinen Multiplayer. Damals gab es ja nicht mehr Internet. Damals gab es ja noch. Ja doch, Internet muss es ja schon gegeben. Ja, es gab auch Internet, das war nur so. Damals gab es nicht mehr PCs praktisch. Ja. Naja, so alt ist das Spiel nicht. 98, ne? Ich glaube, das war 2000 irgendwas. Kann auch sein, weiß ich nicht mehr. 2003 also oder so, glaube ich. Ich find's besser als Titan Quest, jetzt im direkten Vergleich. Titan Quest hatte besser ausgearbeitete Elemente. Aber ich find's hübscher als Titan Quest, also mir gefällt der Grafikstil besser. Mir absolut nicht. Ja, haben wir. Ihr sollt euer Handwerk verstehen, sagt man. Titan Quest war, glaube ich, auch nicht ganz so lang, oder? Es ist Zeit, dies zu beweisen. Titan Quest waren 100 Parts. Viel länger, stimmt. Das waren 100 Parts. Aber da haben wir 20 Minuten Parts gemacht. Aber ich bin noch 200 Mal im Spiel gestorben. Ja, warte mal. Also ich denke, ungefähr waren die gleich lang. Also geteilt durch 3 wären das etwa... Moment mal. Das muss ich richtig rechnen. Ich muss durch 3 teilen. Damit ich auf Stunden komme, das teile ich dann nochmal durch 2. Ach so. Oder nehme ich es mal... Ich habe keine Ahnung von Mathe, ey. Also du müsstest es mal 3 nehmen, dann wärst du auf Stunden. Nein, geteilt durch 3, weil 3 Parts sind ein... 3 Parts sind eine Stunde. 100 Parts durch 3 teilen? Ja. Also du müsstest 100 durch 3 teilen, das wären 25? Nein, 33. Ja. 33 Stunden Spielzeit. Und wir haben hier jetzt 60 Parts, nee, wir haben 50. Nun aber wir sind auch ziemlich durchgelascht. Und ich bin in Titan Quest ungefähr alle Male gestorben. Also Titan Quest war ein bisschen länger. Aber Titan Quest hatte auch schon das Add-on mit drin. Das hier auch. Was lange nicht so lange wie Underworld. So, Sacred ist ja praktisch das ganze Underworld. Und Underworld war schon länger als der Hades. Also ich muss aber sagen, mir hat der Hades besser gefallen als so ein relativ enges Gebiet. Wo auch, also was einfach gut benutzt wurde. Und ja, hier, das hat nicht viel zu tun. Ja, aber genauso wenig wie das hier, aber das ist einfach 20 Mal so riesig. Ja, das stimmt. Also ich fand. Ja, wobei, der Hades hatte auch anfangs sehr, sehr viel Inhalt und immer, also später hatte er sehr wenig Inhalt. Also es war schon ähnlich. Ja, aber beim Hades. Halt nicht so aufgefallen, weil es insgesamt nicht so lang war. Beim Hades war es aber am Ende dann halt der. Da waren halt so ein relativ Boss-Dungeon und hier ist einfach so ein Bullet-Sponge-Gebiet mit einem Boss-Dungeon dahinter noch und das ist halt einfach, das Boss-Dungeon ist eine Höhle und ich finde einfach, man hätte sich dieses Gebiet einfach komplett, also auf jeden Fall ein Gebiet hätte man komplett rauslassen können hier im, Zwei locker. Man hätte den Grat der Hölle sich komplett sparen können und man hätte das Gebiet hier komplett sparen können. Man hätte den Druidenwald zum letzten Gebiet machen können. Den Druidenwald hättest du richtig krass bestücken können mit allen Quests, die jetzt hier in den letzten zwei Gebieten gemacht haben. Dann wäre im Druidenwald was zu tun gewesen, da hätte eine Stadt drin sein können, also der Turm von Shaddaa hätte da drin sein können, da hätte eine Stadt sein können mit ein paar mehr Leuten, dann hätten da der Höllenschmied wäre halt in so einer Untergrund-Scheiße gewesen und dann wäre das Gebiet besser genutzt gewesen als diese drei Gebiete jetzt. Ja, also ich hätte schon Grat der Hölle und Tal der Tränen, da hätte ich noch ein Gebiet gemacht, aber nicht so riesig. Und den Trian war wahrscheinlich auch ein bisschen kleiner. Also ich finde das Setting von diesem Gebiet hier ist ganz cool für so ein Endgebiet. Jetzt vielleicht noch ein bisschen düsterer gemacht als jetzt, weil das ist einfach so. Ja. Das ist praktisch wie mein gemaltes Oblivion. Mein gemaltes Oblivion hat einen blauen Himmel. Das hat ja auch einen blauen Himmel, so hell wie es ist. Sehr gut. Gott, ey. Okay. Ja, wir haben Sekund durchgespielt. Dann jetzt, nächste Woche mit Sekund 2 weiter? Bruder, was ist los? Du wolltest Sacred 2 nach Sacred 1 spielen. Ja, irgendwann. Glaub, das machen wir wirklich, das ist eine gute Idee. Weil ich habe Sacred 2 nie selber wirklich viel gespielt. Ich habe es nie gespielt. Also ich habe es einmal gespielt und ich habe irgendwie so eine komische Fertigkeit gemacht, dass ich irgendwie den Bossgegner beschworen habe, also wie das Kara-Dämon. Und der hat mir richtig krass auf die Fresse gehauen. Oh, ich bin gelevelt. Bin ich auch vorhin, aber ich sehr bin gut. Unter kannst dir. Kannst du nerven übrigens wieder, aber das macht nichts. So, wir sind hier, Jotom, der gefallene Meister, reden wir mal dem. Unser Dank soll euch gewiss, Korillnus und ich werden euch mit unserer Möglichkeit von nun für immer zu Diensten sein. Ja, danke. Jetzt haben wir hier noch übrigens eine Stadt. Fun Fact, der Dryadenwald hat zwar nur 3 Quests, sind aber 5% der gesamten Spielkarte.
Was ja, der Funfact ist voll scheiße, der Drian. Also Drian war jetzt kompletter Müll gewesen. Der ist wirklich komplett nutzlos. Aber ich fand den gerade der Hölle mindestens genauso nutzlos. Hey, das erinnert mich so ein bisschen an, den Anfang. Das hier, ja. Ja. Hier ist der Händler mit hier ist das Grab anstatt dem Stein und hier ist dieses Dingens. Ja, aber es ist schon sehr anders. Es ist ungefähr viermal so groß. Nein, ich meine, nur dieses Teil hier. Ja, ja, auch das hier. Nur das hier ist viermal so groß wie das, wo der Händler steht. Naja. Also der Händler steht praktisch hier, da geht man hier in die Hütte rein und... Ja, aber es erinnert mich halt hier dran, meine Fresse. Ja, habe ich doch auch gleich gesagt, dass es mich auch daran erinnert. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass das Play euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Let's Play, was vermutlich Sacred 2 sein wird, aber nicht nächste Woche direkt. Was? Ich glaube schon. Obwohl nächste Woche kann ja theoretisch sein, weil es der Montagspart ist. Ja. Vielleicht, mal gucken. Auf jeden Fall war ein okayes Spiel. Das Hauptspiel war besser. Underworld auf jeden Fall. Also Sacred, was habe ich gegeben? Ich glaube 7. Und also Underworld kriegt höchstens 5. Mit einem dicken Augenzwinkern. Ja, also so im Großen und Ganzen kriegt das Spiel also mit Add-on 6 von 10 Punkten. Hätte man besser machen können. Aber naja, ist ja nur meine Meinung. Ich bin ja kein professioneller Spieljournalist, sondern nur ein dummer Vollidiot, der hauptsächlich sich betrinkt. Aber, was ich sagen wollte, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Tschüss.